Hallo, hier bei den Confunos in Little Chinatown und Modi Mülke ist am Start. Ja. Und hier euer Kampfkunstkommander Li Feng ist online. Niemals aufgeben, niemals kapitulieren. Heute haben wir Special News, unser Special Modi. Hier geht es um Rogi Chegedi. Ich sag zu den Namen Rogi Chegedi, weil das sind ja. Zu seiner letzten Aussage im letzten Livestream muss ich sagen, kann es nicht mehr sein, liebe Freunde. Und er hat zu mir gesagt, über die da ist nichts mehr, komm Timo, wir sind Pros, wir gehen durch dick und dünn, küss dein Auge, ich küsse dein Nagel, über der Timo lasse nichts mehr kommen, das hat man tausendmal gesagt und das Gleichversprecher. Hat lange ausgehalten, aber gleich Versprecher gebrochen. Also er hat dann über uns gesagt, oder über mein Kanal schlecht gemacht, damit gleich meine Community und mein Leistungskanal. Ich tue ja Schichten. Ich tue ja trainieren, ich tue drehen, ich tue hochladen, ich versuche jeden von euch zu kommentieren. Und klar mache ich Kampfkunst, Kampfsport, lehrreiche Sachen und da und ich sind auch ernst zu nehmen. Klar mache ich ein bisschen Comedy, ja. Michael Smolik macht das Gleiche, David Rassel macht das Gleiche. Ja, dass das auch ein bisschen Entertainment ist. Klar, ganz klar. Ja, ganz klar. Ganz klar. Aber trotzdem sind die unterhaltsamen Dinge, trotzdem sind die lehrreichen Dinge oder das, was ich vermittle an Kampftechnik, immerhin trotzdem nur ernst zu nehmen. Ja. Er selber möchte auch stellen, Kampftechniker da, ein bisschen Comedy da, der Rogi Chegedi. Und bei mir, oh, das kann man nicht ernst nehmen, ist nur ein Comedy-Kanal. Finde ihr Freiheit, ja? Wenn man so als Kampfkünstler im gleichen Boot hockt und dann Freundschaft geschlossen hat und dann den anderen Kanal so schlecht macht, was liegt's? Keine Ahnung. Liegt's an das, dass immer Kosch nicht ernst nehmen oder dass man ihn nicht ernst nehmen kann oder liegt's dran, dass er gemerkt hat, aha, der andere Kanal, der Money. Der möchte jetzt, wird immer erfolgreicher, weil er ja den Funk verkauft hat. Ja, man ist auch, vielleicht auch erfolgreicher, oder? Keine Ahnung. Aber sei die der Rogi Chegedi oder sei die der Patrick, sei der Patrick, Mr. Caputo, getroffen haben, also in YouTube, habe ich nur Probleme. Ja? Einer von meinen größten Zielen war in YouTube David Rassel, mit dem was zu machen. Ich habe es erreicht, mit Frieden geschlossen und kurz davor mit ihm was zu unternehmen und Patrick telefoniert mit ihm, er lästert um mich und Patrick tut es online stellen. Seitdem ist mein YouTube-Traum zerplatzt. Gut, ich habe ihm dann verziehen, Patrick, im Mr. Caputo. Mr. Caputo verziehen und dann war dieses Jahr der größte Erfolg, war, dass er mit ein paar YouTuber Freundschaft geschlossen hat, mit Rebel One und seiner Gang. Und so weiter, ja, alles, aber mein Money fand es ein Erfolg, auch wenn es nicht echt war, ja, und dann, hat er meine gesagt, ja, suchen wir doch da Mr. Caputo mal, ja, mach doch was mit dem, und hab den ja gut, meine Erfahrung wäre vielleicht gar keine dumme Idee, und dann hat ja der Rebbe Won hat ja, der hat ja den ersten Preis gewonnen, dass er einen Besuch, dass er ein T-Shirt kriegt und so weiter. Dass man uns mal austauscht, ja? Dass er einen Film kriegt. Ja? Und er hat den ersten Preisplatz gewonnen, der Rebbe Won. Ja? Und ja, Mr. Caputo, der hat der erzählt, dass er jetzt bald in den Knast muss und hat den okay. Ich habe ihm Rebbe Won versprochen, ich komme als erstes gleich zu ihm. Oder der kommt zu mir mit besuchen. Ich habe den ja gut, das war der Rebbe Won verstanden. Der Patrick kommt der Ball in den Knast und dann besuche ich erstmal den Patrick, aber gleich drauf der Rebbe Won. Ja gut, dann bin ich nach Krefeld gefahren und der Rebbe Won war da sehr sauer. Ich kann es auch verstanden eigentlich, ich habe es ihm ja versprochen. Okay. Und da war. Ja. Da war schon Knacks drin und dann, ja, lange Fahrt geht von meiner Stadt im Schwäbischen nach
nach Krefeld, zuerst als quasi Köln, und dann bin ich von Schwäbisch Gmünd nach Krefeld gefahren, nur 60 Kilometer weiter. So. Und dann ist mir eingefallen, wie ich eigentlich bei seinem Bruder übernachte, und dann sind wir von Krefeld wieder nach Köln gefahren. Und ja, auch, ich war ja mindestens 4 Stunden im Stau. Ja, das war so strapaziös für den Körper, für den Geist. Und dann die Tour an sich, die ja sehr weit ist bis nach Köln, Krefeld erstmal, ja. Und ja, also alles, was dort ausgegeben wurde, ist dann eigentlich mehr von anderen Leuten ausgegeben worden, von Mr. Caputo. Habe ich nie erwähnen wollen, wollte ich eigentlich auch nie erwähnen, aber weil er jetzt eher so fies über mich spricht, und wir mal ein bisschen Tacheles auf den Tisch bringen. Und okay. Und zum Beispiel Kaffee hat sein Freund in ausgegeben, ja. In Krefeld, gut, er selber hat 2 Kölschzahlen und Whisky, war okay. Das Frühstück hat sein Bruder Daniel ausgegeben. Man möchte Daniel, ein super Bruder von dem, guter Mensch, aber Marco, ein guter Mensch. Grüße euch, liebe Freunde. Und nächster Tag haben wir dann das Fahrclips treten, weil ich aber nicht so fit bin, wie ich normal in das Fahrclips drauf bin. Habe ja ein Kaderkit, ja. Und, aber das ganze Wochenende, wo es auch Spaß gemacht hat, mit dem was zu machen, also störerisch er war, ja. Vor allem von dem dringenden Livestream, wo man eigentlich, sagen wir, 20 Minuten früher ausschalten können hätte, um mir jetzt nicht so der Lächerlichkeit vorzuführen. Wäre auch gut gewesen, hat er nicht gemacht, hat er schon wieder seinen Profit drin gesehen. Dabei, ich muss ehrlich sagen, ich bin in dem drängenden Livestream bin ich rübergekommen wie bei wie der Bruce Lee bei Big Boss, wo er in Thailand gedreht hat, ja. Da war ich auch mal, hat er auch besoffen und gespielt, der Bruce Lee. Da ist der Bruce Lee genauso rübergekommen wie ich im drängenden Livestream, ja. Vom Patrick, ja. Ja, und dann halt auch am nächsten Tag die Handyverurteilung und da ist mein Handy hinter meinem Rieger quasi, ja, gesagt, da will jemand was, sich mit jemand unterhalten in einer WhatsApp-Gruppe. Aber dann hat die Tater gerade gezogen hinter meinem Rieger und hat es dann irgendwelche andere Leute geschickt. Ich habe das erste Heim erfahren, haben wir die Haare gekriegt, da war ich erst recht der Feindbild von der Gruppe, die ich mir aufgebaut haben, ja. Jetzt gehen wir mal weiter. Ja, auch jetzt, dann haben wir das Fahrclips gedreht und dann wollten wir so einen Boxsack, die Boxsack war kaputt, so einen Boxautomaten, also eine Spielhalle. Und da habe ich dann Wasser getrunken und heute jetzt keine Anstalter, kriegt mir was zu zahlen, obwohl ich hergefahren bin. Ich zahle ihm was, weil ich will zeigen, dass ich hinter ihm stehe, dass ich ihn support und da habe ich dem Wasser gezahlt. Danach sind wir Pizza essen gegangen und fortrechnen komisch hat sich der Mr. Caputo verkrümelt, der Patrick, ja. Dann habe ich den okay, der arme Kerl, der kommt bald in den Knast, ich zahle ihm die Pizza, ja, habe ich gemacht. Und ich glaube ihm die Knastgeschichte gar nicht, muss ich ehrlich sagen, liebe Freunde. Weil einfach, erst, weil, wenn er Drogen verkauft hat, dann kommst du doch nicht in den offenen. Und dann bist du jeden Tag dose und gehst nur nachts in der Knast, damit ich doch der Knast keinen Sinn. Ja? Was soll denn von Knast leben, wo soll denn die Bestrafung da sein? Jetzt ist er noch geschlossen, ne, angeblich, und jetzt möchte er trotzdem alle 2 Tage einen Livestream oder Videos. Das möchte doch keinen Sinn, liebe Freunde. Ja? Dann haben wir uns ja Geschenke ausgetauscht quasi. Also ich habe Schokolade mitgebracht und Ramazzotti und ein T-Shirt, Kung Fu Fitness Lifestyle. Und habe auch gehofft, dass er es offen in seinem Kanal anzieht. Fehlanzeige hat er nicht gemacht in dem Sinn. Und außer die Aufnahmen, die wir gemacht haben, hat mir aber geirrt. Und habe auch gern da, also ich habe gern das geschenkt, ihm seine Familie. Ja? Aber er hat mir auch ein T-Shirt geschenkt. Ich habe mir auch gehofft, er schenkt mir Cabin dazu und eine Tasse mit Henkel, wo die damals ja eine kaputte Tasse geschickt haben. Ja. Er hat mir ein T-Shirt geschenkt, hat mich drüber gefreut. Und als ich daheim war, Überraschung, er hat das T-Shirt wieder aus dem Auto rausgenommen, das war nicht mit drin. Also er hat gar kein Geschenk von dem. Also fand ich traurig.
So, hol dir auf für mich behalten, ja. Also ich habe jetzt verziehe, ja. Und ich fand auch, er hat richtig gute Seite. Er möchte, ist ja nicht so, dass er, es gibt auch viele Kampftechniken, wo er möchte, die in der Praxis nicht aufgegangen. Aber er möchte auch viele Kampftechniker, die funktioniert würde und die möchte auch richtig gut. Ist ja nicht so, dass er nur Blödsinn mich. Aber, auf was wollte ich jetzt noch schon wieder? Ja, Niki. Also ich möchte auch wirklich super Sache und so und deswegen habe ich dann auch der Supporterwelle in die Hall of Fame aufnehmen wollen und so und habe den Kommentar mich Fehler, jetzt ein paar Fehler gemacht, den auch schon Fehler gemacht. Und dann einmal hat er zu mir gesagt, nimm den nicht in die Hall of Fame auf, du machst einen Fehler. Und ich habe gesagt, ich gebe Patrick eine Chance, da hat es auch seine gute Seite in der Kampfkunst, auch als Mensch, und wenn er ihm die Hand der Freundschaft gibt und auf und dann ist das eine wahre Freundschaft. Ja, und da habe ich gesagt, ich nehme ihn die Hall of Fame auf, da war in der Hall of Fame und jetzt ist der letzte Punkt erreicht, wo der letzte Tropf erreicht ist, wo das Wasser zum Überlaufen gebracht hat. Ja, war's. Gell? Ja, das ist meine Meinung, ihren Modemüki. Ja, der letzte Tropfer ist gekommen. Gerade wo er gesagt hat, zuerst hat er verteidigt, Leber, Leben, Lassen, hat es Gegendruck gemacht von seinem Spruch. Ich hätte nur einen Comedy-Kanal und wäre alles Schwachsinn und loseste Sachen. Ja? Und dann, und das ist der letzte Tropfer. Ich habe meinen Kanal mir mühsam hochgeschafft. Mühsam erarbeitet, mühsam trainiert und so weiter. Ja? Und ich mache Kampfkunstsport, Sport von 1990 bis heute. Ja? Klar gibt es immer jemanden, der besser ist. Ja? Keine Frage, ich habe nie behauptet, ich wäre der Beste. Im Bodybuilding, so wie in der Kampfkunst, so wie im Kampfsport, es gibt bessere Leute wie mich. Ja, aber was ich mache, mache ich gut. Ja. Und meine Aufgabe ist auch, Leute zu motivieren. Ja. Und wenn jetzt er daherkommt und meine Leistung oder schlecht spricht in meinem Kanal, das geht ja gar nicht, liebe Freunde. Und deswegen ist das der letzte Tropfer und deswegen muss ich mich auch wehren. Und das sehe ich dann einer, der absolut zu. Der absolute Toleranz verlangt, ja? Der so viel Schwachsinn schon gemacht hat und selbst über. Ich habe nur einmal gelogen in YouTube und ich bereue das zutiefst und ich habe mich schon tausendmal entschuldigt. Ja? Und der Partner, der sich mit mir gelogen hat, der hat sich nur 0,0 entschuldigt in YouTube. Ja? Und beim Mr. Caputo, da hat er dauernd gelogen. Ja? Und da spricht keiner, ob es SWL ist. Ja? Das System Wald ohne Limit, keine Ahnung. Ja, er hat Meister des Jet Kunidos, was schwer zum Glauben ist. Dann der Meister des Kraft Magas und er hat alles kombiniert. Und dann hat er einen Stil gemacht. Wo ist denn der eigene Stil? Der eigene Stil beinhaltet, dass man dann eigene Technik erfunden hat. Ja, Bruce Lee hat zum Beispiel im Jet Kunido eigene Technik erfunden, um verschiedene Stile miteinander zu kombinieren. Ja. Als auch ins Konzept geht, als auch in irgendeiner Philosophie geht, als auch Pionierarbeit macht. Ja? Der hat verschiedene Stile miteinander gemischt, was davor noch nie so gegeben hat. Der hat westlich und ostasiatisch Wissen gemischt. Er hat auch gesagt, was da zu jener Zeit vernachlässigt worden ist bei den Kung-Fu-Kämpfen, die Körperentwicklung, die Fitnessentwicklung, das hat er alles kombiniert. Er hat modern, Tradition, und alles zusammengebracht. Philippinisch hat er neu gemischt. Die Kung-Fu-Stile aus China. Ringer, Fechter, Boxer. Und das ist Jeet Kune Do. Ich sage zum Jeet Kune Do, es ist formlos wie Wasser. Es beinhaltet so viele schöne Sachen, Jeet Kune Do. Und so viel Wertvolles, dass man sagt, Jeet Kune Do ist traditionell wie modern. Jeet Kune Do ist so wie von östlich, so wie europäisch. Jeet Kune Do sind Kung-Fu-Stile, die auch Stile beinhaltet, wo nicht im Kung-Fu dazugehört. Ja? Und von daher, das war ein Konzept. MMA war ein Konzept, das war ein neuer Stil. Die Leute in MMA, in UFC, haben aufwärmen ostasiatische Techniken miteinander kombiniert und haben auch neue Techniken dazu gefunden. Das war eine Errungenschaft. Aber
SWL, da sind doch keine neuen Techniker dazu entstanden. Genauso wenig wie beim David Russell mit SWS, der hat auch keine neuen Techniker dazu erfunden. Ja, und im Gegensatz also David Russell, der kann halt viel, viel, viele Stile und der kann halt was. Aber das nehme ich halt dem Mr. Caputo nicht ab. Ja? Guckst du auf meinem Konzept, auf mein Blatt. Und halt auch dann halt das Rocky Chicky, die ist am Start und das ganze Gekasper. Also, und dann beschimpft der mir den Comedy-Kanal mit dem Blödsinn, wo der oft macht. Also bitte hallo. Und dann die Knaschgeschichte, wo nicht stimmt. Also wenn einer einen Comedy-Kanal hat, dann ist das halt auch ein Mr. Caputo. Ein Patrick und nicht ich, ja. Ich glaube, ich bin jetzt alle Punkte durchgegangen. Niki ist jetzt auch voll knurft, ja. Ich habe jetzt noch 2 Wochen Urlaub, die gehen mir. Kann ich mit guter Action verwöhnen. Und wie schon gesagt, ich hab nie was gegen den Caputo Kid. Ich habe so oft auch zudruckt. Aber jetzt langt's aber auch mal. Jetzt langt's aber mal. Und ich sage auch, der größte Fehler, dass ich nach Krefeld gefahren bin und nicht nach Duisburg. Wie geil wäre das gewesen, wenn ich nach Duisburg fahre zum Rebbe Won. Ja? Abgesehen, dass ich eigentlich der, in Köln der Daniel Gerntroff habe. Ist sehr guter, netter Mensch. Ja? Der Bruder vom Ruge Cicchetti. Auch ein super Kollege der Marc gewesen. Das war echt auch ein Moment, wo ich gesagt habe, ja, da hat sich gelohnt, nach Krefeld und Köln zu fahren. Das war super. Und ist so ein super Abend. Auch mit Patrick war es auch, hat's auch viele nette Ereignisse gegeben, ja. Aber dem, aber das, was da jetzt so langsam immer mehr da durch das Wochenende, was ich da gehabt habe bei denen, ich hab mich mit vielen Freunden verstritten, mit denen ich gut auskomme in YouTube. Und dann halt noch zusätzlich, dass weil ich auf einmal unbeliebt war und der Mann, ich wollte nicht bei den Unbeliebten standen und hat denkt ja, jetzt hat der Timo so viele Gegner gegen sich, jetzt tun ja mal ein bisschen bloßstellen, den er beweise, dann macht mich ja schon beim Rebellion bei den anderen beliebt. Hat mich ja bloßgestellt, hat sich ja selber damit auch bloßgestellt, weil er ja Teil der Lüge war und so bin ich an der Beliebtheit noch weiter gesungen. Ja? Ich habe jetzt auch noch Patrick, Entschuldigung, wirklich, meine Meinung geschrieben unter seinem Clip, ja. Und dann haben mich auch viele Ameisen überfallen und ich sage euch, ich weiß, wer ich bin, was ich kann und was ich nicht kann. Und ihr, wo mich da als Lügefunk beschimpft oder was weiß ich, ich gehe mir am Arsch vorbei, Freunde. Weil wenn man selber weiß, was man kann und was man nicht kann und wo man steht und was man schon erreicht hat im Leben, dann sind wir doch die Loser dieser Republik, egal, ohne Witz. Ja? Wenn denen, ja, das ist der Bodensatz der Gesellschaft. Die haben selber noch nichts erreicht, die haben nur Clips in ihrem Kanal, die müssen wir dumm schreiben. Und wenn einer, der innerlich stark ist, der schreibt doch nicht, der hätte doch nicht, der möchte doch so kurz und kurz und Blödsinn. Ja? Und wie schon gesagt, ich weiß, wo ich bin, in so einer Bananenrepublik, wo quasi eine Siegesjustiz von USA da ist, von der Regierung, nicht von der Bevölkerung, und ein umerzogenes Volk. Und was mir da oft dann reingesuppt kommt an Hater-Kommentare, das nehme ich doch nicht ernst, Freunde. Ich habe Wettkämpfe gemacht, ich war Türsteher. Im Bodybuilding habe ich auch weit geschafft. Ja. Ja, klar gibt es noch weitaus massigere und definiertere Leute wie mich, aber trotzdem bin ich auf meine Erfolge stolz. Und wie schon gesagt, mein Kanal ist, um Leute zu motivieren. Starke Leute lasse ich motivieren und sagen, ja, wow, Timo ist Inspiration pur. Ich mache jetzt Kampfkunst, ich mache jetzt auch Fitness und jetzt fange ich jetzt an. So denken intelligente Leute. Schwache Leute, Hater. Mehr brauche ich nicht sagen. Ja? Möglich. Auf jeden Fall, es wird jetzt wieder mehr Action mein Kanal kommen. Jetzt ist ja wieder ein Platz in der Hall of Fame erstmal frei geworden. Rocky Chicky Dico auch gerne wieder in die Hall of Fame kommen. Jetzt momentan ist auf privat gestellt, bis sich die Sache geklärt hat.
Und wenn der Platz eh frei wird, dann gibt es noch andere Leute, die haben echt die Hall of Fame verdient. Ein Christian H., der hat mir in schlechte und gute Zeiten immer Mut zugesprochen, immer auf meiner Seite gewesen in der WhatsApp. Und der hat die Hall of Fame verdient. Und es gibt noch andere, wo in die Hall of Fame kommen können. Ein Julian Bam, der mich immer motiviert, mit seiner Familie, mit seinen Eltern, mit seinen Freunden. Dann, ja, wieder John und wie die Elle äußert, ja. Cheng und der Michael Smolik, wo mich motiviert. Und Florian Dau hat die Hall of Fame verdient, ja. Das habe ich jetzt in meinem YouTube-Pause gedreht. Alfred, der leider nicht beim YouTube zu sehen ist, hat Auftritt in der Hall of Fame verdient, weil er hat, auch wenn er seine negative Seite kennt, dass er Kampfstile schlecht gemacht hat, die grandios waren, hat er seine positive Seite kennt und die wollen wir ehren, indem er in die Hall of Fame bei mir kommt. Wer hat es noch in die Hall of Fame verdient? Auf jeden Fall ein Rapper One, weil es im Grundkern er und Mandy ein Rapper One gute Leute sind. Er und seine Freundin sind gute Menschen. Ja? So, und wer hat es noch in die Hall of Fame verdient? Der Milky, ja. Und mein Sifu, ja. Der einzige, der wahre Held in meinem Kanal, weil er bringt mir immer auf Inspirationen. Der Max und der Folger und der bringt mich besser, er bringt mir die Techniker bei. Und ist ein Grund auf ein sehr guter Mensch, ein geduldiger Mensch, ein Mensch, der auf jede Person eingeht. Und er ist der Held in meinem Kanal, nicht ich. Ja, und deswegen hat er auf alle Fälle die Hall of Fame verdient, Freunde. Seid's jen! Adios, amigos. Ciao, Freunde.